Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Daisy Livonia. Zu zweit. Erstaunlich, ja. Dass wir immer zu zweit unterwegs sind, also. Tatsächlich bei dem Server ja, weil ich habe doch 4 oder 5 Folgen alleine gemacht. Ja. Weil du keinen Bock hast. Hinter meinem Rücken. Komm, nee, ich muss lieber. Noch eine potenzielle Base. Nee, ich muss halt lieber Flower spielen auf der PlayStation 3, 4, 3. Oh. War das auf PS3 damals? Da 3, ja. Hey Junge, so ein dummes Spiel wieder mit der scheiß Biene da über die Blümchen. Ich hab nichts gemacht! Oh, kurz vorm Ohnmächtig. Ja. Oh nein, der Kühler ist kaputt. Oh verdammt, ich bin ausgestiegen. Ich hab keinen Kühler dabei. Ich hab keinen Kühler dabei. Das Geile ist, ey, ich wollte kurz vorher, bevor wir da sind, sagen, ob wir noch irgendwas dabei haben, falls irgendwo unterwegs was passiert. Ich hab die Kühler schon fast in der Hand gehabt, weil ich hab die ja schon drin gesehen, zwei übereinander. So, jetzt müssen wir definitiv bis zum LKW kommen. Ja, komm. Steig schnell ein, bevor er es ganz leer geht. Achso, und übrigens, da bist du nicht mit der Biene rumgeflogen, da hast du den Wind gespielt. Ach du Scheiße. Ah, der Blütenstaub oder sowas muss es ja irgendwie noch. Blüten an sich. Ja. Und allen möglichen Scheiß. Und nein, ich habe das nicht gespielt. Ich kenne es nur, weil ich damals bei Game One gesehen habe. Stimmt, ja. Was mit Alter, das Game gibt's doch heißt. Gar nicht, ey. Und gar nicht mehr so geil. Das geht, das fasziniert mich immer noch. Junge, ey, das ist so lächerlich. Alter, es ist so lächerlich, dieses Spiel. Das macht überhaupt keinen Sinn, dass er nicht... Alter, es ist... Ja, gleich qualmt er. Wie ist noch schnell den Berg hoch, denn wenn nicht, laufen halt den Rest. Ja. 3, 2, okay. Hast du gesehen, wenn das Wasser zu Ende war, ne? Ja, jetzt ist er bei der Hälfte. Ach, jetzt erst bei der Hälfte? Ja. Ey, lass doch nicht rasseln. Ja, er blinkt nicht rot. Blinkt nicht rot? Nein, blinkt nicht rot. Oh, weil er ist ganz knapp drüber. Wie lange können wir fahren für Motorschaden? Ich habe keine Ahnung. Und wenn er gelb leuchtet, das hier ist unser Schrottauto ab sofort. Auch auf dem Server haben wir einen. Stimmt, der leuchtet, der ist gelb, ja. Ja, gelb, orange, rot. Und wir können ihn ja sogar wieder reparieren auf nicht gelb. Stimmt. Also von daher ist mir das gerade scheißegal. Ja. Hoffentlich ist das Tor noch. Naja, gut, jetzt muss ja offen sein. Ja, aber die ganzen Zombies. Mhm, das ist es ja. Hoffentlich darum kriegen wir es in der Zeit noch hin. Richtig, darum will ich ganz schnell hier mit Auto. Hast du den Schlüssel dabei? Zum Reparieren? Ach, doch, könnte sogar. Ich hab ihn auf jeden Fall in meinem Auto drin. Ach so, nee, dann habe ich ihn nicht dabei. Okay. Gott. Ja, gut, die zwei noch und dann. Ja, und ich will jetzt auch nichts riskieren, so. Naja. Noch leuchtet er nämlich nicht. Schnell. Kümmer du dich mal um den Zombie so ein bisschen? Achso, ich will gerade die Batterie. Wo waren die auf der linken Seite? So. Gut. Können wir eigentlich schon weiter. Bleib mal kurz hier. Ich guck mal ganz fix. Warum soll ich hier bleiben? Wegen Zombies nicht, dass die jetzt alles spawnen da. Bitte, das bitte geht. Lass hier einen Kühler drin sein, bitte. Bitte, bitte, bitte. Ich müsste aber wirklich öfters das machen, was ich mir so denke. Du schon kannst so dich in der Aufnahme masturbieren, das geht nicht. Das hört man. Hallo? Hat das jetzt schon jemand gehört, dass ich gerade 5 Mal in der Nähe gemacht habe? Das brennt langsam. Alter, Alter Schwede. Nur noch eine Motorhaube.
Dann ist er komplett. Gut, dann können wir gleich nochmal hier hochfahren. Yeah. Da freuen wir uns nicht. Okay. Blöde Taschen damit dabei. Es ging so bergauf, da habe ich mir so gedacht, komm, der rutscht da so oder so nicht gegen. Ja. Wie Spray die hatten da drin? Nee, du fährst. Ich will nur kurz gucken. Okay. Wo war ich denn? Okay, auf dem Dach. Oh. Bei mir. Verdammt, wie füllen wir denn hier Wasser auf? Oh Gott. Bei dem LKW? Ja. Der hat gar keinen Kühler. Hä? Wir können doch da gar nichts einbauen an Kühler und so ein Scheiß, oder? Ja, der hat doch nur die Batterie. Aber der Kühler ist doch ganz unten. Der Kühler ist... Eigentlich ist der Kühler leer. Verstehe auch nicht, warum die das Ding unfertig reingebracht haben. Oder die wollen wirklich noch andere Versionen vom Kühler und sowas reinpacken. Ha. Na gut, dann betanke ich den mal ganz fix, komplett, ne? Oh, es regnet, ich gehe rein. Ja. Ich kann nicht, weil du betankst. Stimmt ja. Ist das lächerlich. Ey, mach mal die Tür vom Auto. Von der Karren zu. Vom Auto? Von der Karren. Nein, der vom Auto. Quetscht ihn die Füße ein, los. Wow. Ja, so einfach so. Hä, was war denn jetzt? Habt ihr was gemacht? Ich spüre meine Zehen nicht mehr. Zähne. Alter, lass mich rinnen, ich will nicht nass werden. Let's go to the mall. Oh Gott, jetzt sind wir ja ultra... Kann man hier start? Ultra langsam, oh mein Gott. Tschüss, Auto. Tüdelü. Auf immer wiedersehen, haben dich ersetzt, du Bitch. Es explodiert das Auto gleich. Immer noch 40 immer, oder 42. Was? Geschwindigkeit? Ja. Nee. Noch nicht mal 30 waren wir. 30, 31, 32, 33, 40, 500, 200. oh Gott. Und wir sind bei mir gerade überhaupt nicht gelenkt. Okay. Darf ich den auch irgendwo gegen sammeln? Willst du mal in die Fresse kriegen? Dann ja. So ein bisschen wäre es mir wert. Nee, das ist der erste, den wir hier haben. Der war zu schnell, der war im roten Bereich. Wow. Der hat kurz rot aufgeblinkt. Das ist lächerlich. Ja, ich glaube ab 45 km/h oder so, ne? Ich glaube ja. Alter, pass auf, wie die komischen Pollern. Ich sag es nicht laut. Ich sag mal so, der wird ja mal durchballern. Oh Gott, du kannst dich bremsen und lenken, das niemals vergessen. Mach ich doch gar nicht. Der bremst ja von alleine, wenn ich vom Gas gehe. So dolle? Ui. Moin. So, das ist jetzt mein Alltagsauto, ja. Damit fahre ich um die ganze Welt. Ist aber immerhin so schnell wie dein Bulli, wa? Oh ja. Beschleunigung fast das gleiche. Na, aber wenn du im vierten Gang anfährst, dann ballert er ganz schön schnell auf 40. Da will ich nichts sagen. Da knallt's wahrscheinlich einmal. Kommt nicht mal auf 40, denn.
Wie schnell fährst du? Minus links, 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 links. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Warum sag ich's? Ja, darum. Gut. Sag ich's. Guck mal, hier sind die originalen Toblerone-Steine. Leckel. Originale Nachbildung der Toblerone-Steine. Ja. Ja. Also mit den Negern kannst du den Toblerone-Test nicht machen. Alter, ey. Ich weiß nicht, was du meinst. Gut. Oh doch. Ich hab's dir ein paar Mal erklärt. Ja, aber ich raff das nicht, warum. Weiß ich nicht, ich verstehe trotzdem auch nicht, wie man drauf kommt, aber. Weil das weiß ich nicht. Die sind ja nicht mal rund. Wahrscheinlich irgendein Alkohol, die gerade drauf kommt. Hm. Nach Tacho fährst du gerade so ungefähr 42. Ne, genau, 40. Ja. 41. Ja, jetzt fährst du laut Tacho 713 Grad nördlich. Jetzt brauchen wir diesen Cheater-Boost hier von GTA. Alter, was soll, da drückst du nur einmal drauf. Naja, sind wir direkt von unserer Base aus hier hinten, dann passt doch. Mit einer Explosion. Und ohnmächtig. Tot. Genau. Dafür stehe ich mit meinem Namen. So. Hinter der Absperrung rechts. Genau hier. Oh Gott, du bist gerade bei mir nach hinten gespawnt. Ein bisschen, ja. Ja, hier. Alter, ich habe die ganze Zeit Ego-Perspektive. Ist das ekelhaft, ey. Ja, der Trigger ist nicht so schön dafür. Ach, der LKW ist nicht so schön dafür. Nee. Mal, ich will gar nicht wissen, wie lange die Zombies einfach folgen, ne? Oh, die sind mein Gott. Genauso schnell wie der. Ja. Hä, wieder rüber geguckt, das soll so scheuen. Alter. Was denn? Naja, ich guck grad nach hinten wegen der Zombies, die sind ja wirklich so schnell. Also wow. 25 km/h kriegen sie hin. Wow. Ey, geradeaus hier wieder, ne? Ja, genau. Siehst du ja da drüben schön. Ich finde es schade, dass die Spiegel nicht funktionieren. Ja gut, obwohl das wäre auch wieder ein bisschen krass für die für die Grafikkarte und so. Oh, jetzt haben wir keinen Bock mehr. Aber irgendwann war doch die Energie flöten. Wie viel Sprit hast du noch drin? Schon halb? Oh, echt? Ui. Ganz Kanisterin geklopft. Jansen komplett. Achso, ich hab mir das Ding für die VR-Brille gekauft, für die Decke, ne? Ich trau mich das irgendwie nicht ranzumachen. Nachher reißt das doch ab und dann ist die Brille auch kaputt. Achso. Also umsonst gekauft eigentlich. Oh ja, irgendwie, ich hab das schon rangemacht, dann. Oh, weiß ich nicht. Ist komisch. Komisches Gefühl. 1200. Nee, Quatsch. Wie teuer war die? 380, ne? Die Brille? Oh, war die. Ne, ich glaube 400. 400? Na gut, du hast sie günstiger gekriegt, ja, glaube ich. Ja. Aber ich hab's. Aber das ist einfach. Weiß ich nicht. 450, glaube ich, sogar am Anfang. 400 oder 54? Boah, ich hab das so gegeiert und gewartet, wo die rauskam, ja. Ich hab's trotzdem nicht gleich geholt, ich hab irgendwie nur 2-3 Tage gewartet und dann. Nee, das war doch schon ein bisschen länger, oder? Ich glaub nicht. Hast du die noch hin und her überlegt, weil, wenn, dann sollte schon einer von uns die auch haben? Pff, ich weiß es gerade auch nicht. Ja, auch, ja. Aber da ich das sowieso immer schon mal machen wollte, wäre mir das eigentlich auch egal gewesen. Ja, war es ja dir im Endeffekt dann auch. Ja. Müsste halt nur noch ein paar mehr geilere Spiele dafür geben. Ja. Was man auch mal zu zweit spielen könnte irgendwie. Na gut, klar, man kann vieles ab zu zweit spielen. Aber irgendwie fehlt da noch so ein bisschen so das. Der Pep. Ja, manche spielen ja ist schon ganz cool, aber ja. Es fehlt halt was.
Oh, wir haben LKWs, das ist geil. Mit ganz viel Glück, die spawnt da auch direkt. Ey, oh, wäre das geil. Wir stellen extra nah an der Mauer. Nein, wir packen ihn irgendwo rein. Hier, wir packen ihn in den Container rein. Gibt's noch Fragen? Alter Schwede. Meinst du, kommt da mit dem vierten da auch hoch? Ja. Ich würde schon fast sagen, selbst wenn du da stehen bleibst, kannst du da anfahren. Mit dem, naja gut, vielleicht dritten. Das wird jetzt ausprobiert. Mission accept. Aber versuch vierte erstmal, ne? Ja. Pass auf! Halt an! Oh. Sau. Fährst du gerade den vierten an? Mhm. Ja, guck mal an, wie schnell der da... Ich würde jetzt echt lachen, wenn er das im vierten schafft. Also ich schätze mal im dritten Jahr. So, warte, noch ein bisschen. Jetzt. 20. Achso, ich dachte stehen bleiben. Achso, ich dachte stehen bleiben. 19. Genau, und jetzt Gas geben. Nee. Ja, doch, ja, aber doch. Achso. Es gibt ja noch diesen. Wie machst du denn diesen Dingsstart? W und S drücken. Doch, W und S. Dann warten, bis er ein bisschen hoch geht. Okay, dann das dauert. Oh, okay, höher geht er nicht. Ja, er dreht zwar von nach vorne, aber nein. Nee. Dritte? Jo. Boah, aber wie? Ist ja wie ein Kackapult. Ein richtiges Kackapult. Muss der jetzt ausrechnen, dass er... Wow. Wow. Was? Okay. Ich bin gerade erstaunt, dass der so instant rückwärts gefahren ist. Ich hatte den Gang nur reingelegt, hab noch nicht mal die Taste drückt, der fährt schon rückwärts. Alter, ich fahr so langsam, dass ich noch nicht mal den Zombie-Schaden mache. Alter, wo sind wir denn noch hin? Halt an! Jetzt ist der Zombie in deinem... Okay. Ey, wir müssen Platz schaffen. Okay, wir stellen die Autos mal alle da hinten links hin, da wo der Lader und so ist. Damit wir den LKW hier vorne auf der kleinen Wiese denn. Ja. Oder wir stellen die Fässer hier weg und stellen den dann hier hin. Die Richtung nach da aus. Was hältst du davon? Mir ist das eigentlich egal, wohin. Ehrlich gesagt. Ja, ich stelle erstmal ein paar Autos nach hinten, weil das ist sowieso alles zu viel. Ja, das ist. Das sieht so hingemüllt aus irgendwie. Ja. Das sieht so aus, als ob wir viele Autos haben und keine Ahnung haben, wohin damit. Wir haben viele Autos und wissen nicht, wohin damit. Bitte helft uns. Bitte helft uns, wir sind nicht in Gefahr, wir haben nur zu viele Autos. Und wissen nicht, wohin damit. Der LKW muss präsentiert werden. Präsentation. So, ist hier eine Batterie drin? Ja. Ist hier eine Batterie drin? Ja. Ah, ich hab schon wieder. Oh, hier muss Wasser aufgefüllt werden. Ob man den unter den Turm stellen kann. Ich stelle ihn einfach vor dem Schwarzen. Ja, er ist deutlich sicherer. Mhm. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir hier noch irgendwo einen Kühler hier hinten drin haben. Ich glaube es zwar nicht. Oh. Kann ich ja hier auch reinpacken. Öre Backe. Okay, nein. Hier noch alles drin, alter Schwede. Hier ist nochmal. Ach, hier ist eine makellose Sturmweste. Ach, stimmt, die Ergänzungstasche war nur beschädigt. Erstmal ins Haus und alles schneidern, reparieren, ne? So.
Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ach Gottchen. So, ach, hier haben wir. Rinn damit in die Gagge. Die Gagge. Steig ein, du Kick. Will ich? Nee. Du kannst bleiben, wo der Pfeffer wächst. Du Birne. Du Birne, ja. Oh Gott, ist der Rückwärtsgang langsam. 3 km/h. 4. Boah. Ich sag mal so, dafür, dass wir eine ganze Base fahren, ist das eigentlich... Irgendwie, weiß ich nicht. Das passt schon. Oder Mutter bleibt an, wenn du aussteigst, okay. Ja, vorhin auch schon, wo du ausgestiegen bist. Mir auch schon gewundert. Unbelievable. Wie konnte man nochmal die Axt reparieren? Mit Tape ging das ja nicht mehr. Nein, mit Schleifstein. Doch, mit Schleifstein? Du hast doch bestimmt einen Schleifstein dabei, oder? Ja. Ach, warte, ich hätte auch selber einen Schleifstein dabei, oder? Ja. Stimmt, ich hatte dir, glaube ich, mal einen gegeben. Im Auto liegt der bestimmt. Unbelievable. Wo ist der Schleifstein? Ich hatte vorhin einen gesehen. Schleifstein. Tatsache. Ach ja. Also gelb war das Auto noch nicht, ne? Nein, 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 war gar nichts, Gott sei Dank. Gut. Die Bärenfalle. Gut, dann erstmal mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gibt auch noch einen Schreibt den Kommentar, ob euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.